Ja, hallo und herzlich willkommen hier nach der Mittagspause auf Bühne 1. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, auch wenn die anderen Bühnen natürlich auch spannenden Inhalt haben. Bei uns wird sicherlich am spannendsten, denn hier geht's gleich los mit einem sehr interessanten Vortrag von Christian Ballschmidt zum Thema GeoEngine, explorative Datenanalyse mit raumzeitlichem Workflow-Verarbeitung. Anschließend geht's um Wer hat an der Uhr gedreht von Jakob Miksch, und den Abschluss der Session macht dann Dirk Rohrmoser mit SensorSyncs, von der Sensordatenverarbeitung im Backend bis zur Visualisierung im Masterportal. Ich glaube, das Masterportal war ja auch gestern schon mal Thema. Und von daher würde ich sagen, reden wir nicht lange um den heißen Brei rum und fangen direkt mit dem ersten Vortrag an. Und dann viel Spaß mit der GeoEngine. Bitteschön. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Ballschmidt und ich stelle heute die GeoEngine vor. Ein System für explorative Datenanalyse mit raumzeitlichen Daten und das Ganze kombiniert mit Workflow-Verarbeitung. Hierbei haben wir spezielle Nutzergruppen im Blick. Zum Beispiel denken wir an Data Scientists, die Geodaten verarbeiten wollen, diese explorieren wollen und auch Analysen erstellen. Und diese können die GeoEngine dazu nutzen, Daten anzubinden, zum Beispiel aus einem Data Lake, der unternehmensintern ist oder aus einer Organisation entstanden ist. Dann kann man die Daten kombinieren mit öffentlich zugänglichen Daten, zum Beispiel die im Copernicus-Programm erhoben werden. Und das Ganze soll man auch in weitere Anwendungen verknüpfen können, zum Beispiel in Anwendungen des maschinellen Lernens mit TensorFlow. Und das ganze Ergebnis, also zum Beispiel das Ergebnis einer Analyse, soll als Apps oder Reports anderen Anwendergruppen bereitgestellt werden, zum Beispiel Entscheidern, Kunden eines Unternehmens oder anderen Mitarbeitern und Kollegen. Auf dieser Basis haben wir vier Kernbausteine identifiziert, die wir mit der GeoEngine umsetzen. Der erste Kernbaustein ist die Einbindung von Datenquellen. Der zweite die Prozessierung, die Verarbeitung und Aufbereitung von Daten. Als drittes sehen wir Schnittstellen zu anderen Programmen oder Programmiersprachen als wichtig an. Und zu guter Letzt bieten wir ein exploratives User-Interface an, mit dem die Erstellung von Workflows der GeoEngine stark vereinfacht wird. Nun stellt sich wie immer die Frage, warum entwickeln wir die GeoEngine und warum nutzen wir nicht einfach System X, was bereits existiert? Und hierfür haben wir fünf Merkmale zusammengetragen, die wir als wichtig erachten und die zeigen, warum wir GeoEngine entwickeln. Der erste Punkt ist die Unterstützung von Datentypen, und zwar sowohl Raster- als auch Vektordaten. Das bedeutet, uns ist die Kombination wichtig und wir wollen kein System sein, was nur ein Lager bedient und dann irgendwo starke Limitationen hat, wenn man so praktischen Szenarios benutzen möchte. Dann haben wir eine native Zeitreihenunterstützung. Und was meinen wir mit nativ? Mit nativ meinen wir, dass alle Daten in der GeoEngine Zeitreihen sind. Das heißt, es gibt nicht ein einzelnes Rasterbild, sondern wenn Daten in GeoEngine integriert sind, hat man eine Rasterzeitreihe oder eine Zeitreihe von Vektordaten, zum Beispiel von Punktdaten. Und das erlaubt der GeoEngine, dass Operationen, die zeitlich behaftet sind, zum Beispiel Kombination von einer Rasterzeitreihe mit Punktdaten, dass die Semantik vom System übernommen werden kann. Das heißt, man hat viel weniger manuell zu arbeiten oder manuell aufzupassen, dass man die Prozessierung richtig macht, sondern das System kann die stark unterstützen. Statische Daten sind aber natürlich auch möglich. Das ist dann für uns einfach etwas, was für immer gültig ist zum Beispiel. Das sieht man auch später in einem Beispiel noch. Dann haben wir eine strombasierte Verarbeitung. Das ist insbesondere wichtig, wenn man nicht nur kleine Datenmengen, sondern auch Big Data verarbeiten möchte. Das heißt, wir haben hier keine Limitationen, zum Beispiel des Hauptspeichers, und können eigentlich mit jeglicher Art von Daten umgehen und jegliche Zeitreihen, die auch sehr groß werden können und gerade auch im Rasterbereich ja eigentlich gigantisch sind, verarbeiten. Das vierte Merkmal ist, dass wir Workflow-basiert sind, aber explorativ. Was bedeutet das? Workflow-Basierung ist sehr wichtig, denn so kann man nachvollziehen, was verarbeitet wurde, wie es verarbeitet wurde. Man kann Workflows teilen, man kann Workflows wiederverwerten. Aber uns ist wichtig, dass die Erstellung von solchen Workflows nicht bedeutet, dass man einen JSON-File rumschreibt, kann es machen, aber dass man explorativ arbeitet und sich in einem User-Interface, was wir parallel anbieten,
diesen Workflow erstellen kann, indem man mit den Daten arbeitet, so wie man als GIS-Nutzer eigentlich mit Daten arbeiten möchte, auf einer Karte visuell. Zu guter Letzt sehen wir Schnittstellen als sehr wichtig an. Das heißt, zum einen arbeiten wir mit Standardprotokollen der OGC, zum Beispiel WFS für Vektordaten, WMS, um Rasterdaten das Bild bereitzustellen, und entwickeln auch Schnittstellen zu Programmiersprachen, APIs, sodass es keinen Login-Effekt gibt im Sinne von, man bekommt die Daten zwar ins System rein, aber nicht mehr raus. Ist uns halt von Anfang an klar, dass das System innerhalb von Prozessen verwendet werden kann. Jetzt möchte ich noch etwas zu unserem Hintergrund sagen. Und zwar sind wir ein Team von der Philipps-Universität Marburg, der AG Datenbanksysteme. Das bedeutet, wir sind recht stark informatiklastig, aber wir haben auch Geografen in unserem Team. Und zudem arbeiten wir auch mit Geografiegruppen, zum Beispiel in unserer Uni, aber auch an anderen Standorten zusammen, um Fachanwendungen umzusetzen und quasi mit unserer Expertise Fachanwender zu unterstützen, Geodatenverarbeitung zu betreiben. Der Vorläufer zur GeoEngine wird von uns unter dem Namen FAT seit ungefähr 2013 entwickelt. Dabei steht FAT für Visualization, Analysis and Transformation. Und das wird auch schon in verschiedenen Forschungs- und Infrastrukturprojekten eingesetzt. Ein Beispiel ist das GeoBio-Projekt. Dort wird aus deutschen Repositorien und Sammlungen Biodiversitätsdaten zugänglich gemacht. Das Ganze geht jetzt im nationalen Forschungsdateninfrastruktur für Biodiversität auf und wird dort ja im großen Stile weiterentwickelt. Dann ist das Natur 4.0-Projekt zu nennen. Das ist interessant, weil dort der komplette Uniwald in Marburg vermessen wird und dort werden geografische Fragestellungen beantwortet und da helfen wir beim Geoprocessing. Im Rahmen des Copernicus-Programms haben wir gemeinsam mit EUMETSAT ein Digital Teaching Tool entwickelt. Dort konnte man unter anderem Rasterspektralanalysen betreiben oder RGB-Komposite berechnen, um so geografische Fragestellungen näher zu bringen. Der Source Code ist bei GitHub unter umrdbs/fat zu finden und ist auch komplett Open Source und verwendbar. Aktuell befinden wir uns in einem XIS-Forschungstransfer, das heißt, wir haben BMWI-Mittel akquiriert, um aus diesem Forschungssystem ein fertiges Produkt zu entwickeln. Das ist die GeoEngine. Daran sind wir jetzt seit ungefähr Q4 2020 am Arbeiten, das heißt, es ist noch gar nicht eine so lange Zeit. Und wir entwickeln das FAT-System weiter als GeoEngine mit gewissen Lessons learned, also Dinge, die wir damals 2013, 2014 nicht so gut designt haben, haben wir es überarbeitet und ein besseres System, ein kompletteres System entwickelt. Und der Source Code ist unter dem Link hier auf der Folie zu finden. Zu guter Letzt, wie geht es jetzt weiter? Wir entwickeln halt zum einen GeoEngine weiter als Open Source Projekt und zum anderen unser Geschäftsmodell, weil wir versuchen, GeoEngine halt auf eine nachhaltige Basis zu stellen, indem wir es zum einen offen für Forschung und Lehre halten und zum anderen auch gewisse Use Cases bedienen wollen außer Wirtschaft und Behörden, indem wir eine Cross-Finanzierung anstreben. Als nächstes möchte ich einfach mal eine Demo des Systems zeigen, in der wir Sentinel-2-Daten nehmen, NDVI daraus berechnen und das Ganze mit einem Baumbestand aus dem, hatte ich vorher genannt, dem Natur4.0-Projekt verschneiden, um einfach mal ein Beispiel zu geben, wie funktioniert das System und wie sieht das Ganze aus. Wir starten jetzt mit dem User Interface der GeoEngine. Hier sieht man eine Hintergrundkarte, eine Layerliste, verschiedene Menüoptionen und hier oben einen Zeitslider, den zeigen wir gleich im Detail. Und wir wollen jetzt, wie vorher angekündigt, NDVI-Daten hinzufügen. Also gehen wir bei uns auf Add Data, unser Data Repository, suchen uns Sentinel 2. Für NDVI brauchen wir die Bänder 4 und 8, also fügen wir 4 und 8 hinzu. Jetzt erkennt man erstmal noch nicht viel, denn wir müssen noch die Color Range anpassen. Geht hier von 1 bis 6000. Create. Und okay, man sieht was. Das kann man hier reinzoomen. Wir haben jetzt nur den Bereich in Mittelhessen ausgewählt und sich die Daten halt anschauen. Wenn wir jetzt den NDVI berechnen wollen, gehen wir hier auf Operators, fügen zum Beispiel eine Expression hinzu. Da haben wir als Input A, haben wir Sentinel 2 Band 8, als Input B Band 4. Das können wir in der Expression berechnen. Das wäre dann A minus B
geteilt durch a plus b. Das Ganze noch mit einem 1,0 mal, da wir hier Integerwerte haben und keine Integer-Division wollen, sondern eine Float-Division. Das Ergebnis ist auch ein Float. No-Data-Wert wäre in dem Fall NaN. Und wir nennen den Layer, der rauskommen soll, NDVI. Jetzt werden wir ein schwarzes Bild sehen. Genau, warum? Der Wertebereich von NDVI ist minus 1 bis 1. Das sieht man hier auch gut im Histogramm. Dann kann man zum Beispiel sich den Bereich so auswählen. Oder auch, wenn man es weiß, einfach reinschreiben und sich eine neue Color Table berechnen lassen. Da sieht man hier NDVI für April 2019. Und wenn man jetzt hier oben auf Weiter klickt, kann man sich das Ganze für den nächsten Monat anzeigen lassen. Und für den nächsten Monat, das heißt, wir haben einen und denselben Workflow und man kann einfach verschiedene Zeitpunkte durchrechnen lassen. Was wir jetzt machen wollen, ist weitere Daten hinzufügen. Und zwar wollen wir Daten aus Natur 4.0 uploaden. Und da haben wir hier die MaufGeoDB. Und dort gehen wir auf Upload und die Daten sind dann hochgeladen und im System. Wir führen noch eine Auto-Detection durch, das heißt, man sieht hier eigentlich einige Optionen, die man hat. Was ist der Layer-Name in dieser SQLite-Datei? Was ist das für ein Datentyp? Multipoint? Er hat eine Zeit erkannt, aber in dem Fall, wir wollen die Zeit nicht. Wir wollen keine Zeitreihe, sondern statische Daten hinzufügen. Es gibt noch verschiedene Columns, die alle automatisch erkannt wurden. Und kann jetzt weitergehen und sagen, okay, das ist die auf GeoDB Create. Wir fügen zur Karte hinzu. Wir sehen hier einzelne Baumbestände aus dem Uniwald. Wir können uns die Datentabelle angucken, haben noch gewisse Metadaten hier dazu. Und jetzt können wir hingehen und sagen, okay, wir möchten diese NDVI-Werte hier ranfügen. Das heißt, wir gehen auf Operatoren, dann Raster Vector Join, sagen, okay, wir haben hier die MaufGeoDB, da ist NDVI, wollen nicht weiter aggregieren, wollen die Daten hinzufügen. So, und jetzt, wenn wir uns die Datentabelle anschauen, haben wir hier NDVI-Werte dran. Und auch die ändern sich, wenn wir die Zeit verändern. Sind dort dann zu einem gewissen anderen Zeitpunkt andere NDVI-Werte an den Bäumen dran. Das heißt, die Zeitreihenverarbeitung funktioniert völlig automatisch und man kann einfach sagen, kombiniere Daten und der zeitliche Aspekt wird vom System einfach übernommen, genauso wie der räumliche Aspekt. Jetzt kann man auch hingehen und sagen, das möchte man sich über die Zeit anschauen, kann man einen Temporal Feature Attribute Plot machen. Wir wollen pro Baumattribut oder pro Baum, nehmen wir die ID, möchten wir den NDVI plotten, sagen wir Create. Jetzt sieht man das Ganze für einen Punkt. Aber wir können jetzt hier hingehen und sagen, okay, wir möchten einen Zeitraum haben, zum Beispiel Monat 4 bis 9. Sagen, okay, gehen wieder zurück. Und dann sehen wir auf einmal, dass ein zeitlicher Plot über die NDVI-Werte der einzelnen Bäume ausgerechnet wurde und hier angezeigt wird. Wenn man jetzt hier auf Weiter klickt, zum Beispiel einen Monat vorspringt, wird die Berechnung auch entsprechend angepasst. Und es werden halt nicht nur hier die NDVI-Werte berechnet, sondern auch der Plot dafür, ja, andere 5 Monate ausgewählt. Das ist ein grober Überblick über das, was man mit dem System machen kann. Natürlich noch vieles mehr. Was ja auch noch zu erwähnen ist, dass wenn man jetzt eine Berechnung durchgeführt hat, kann man sich die Lineage anzeigen lassen. Das ist der komplette Bearbeitungsgraph, in dem man sieht, okay, was für Operatoren wurden ausgeführt. Hier wurde zum Beispiel eine Reprojektion gemacht, hier die Expression, die wir gesehen haben, das sind die Quellen und man hat die komplette Bearbeitungsvorschrift. Man kann die dann auch nehmen und wiederverwenden, zu anderen Zeitpunkten anfragen oder an andere Orte quasi verschieben. So, um das jetzt abzuschließen, möchte ich noch auf die Funktionsweise des Systems kurz eingehen. Man spricht mit dem Backend, indem man zunächst einen Workflow registriert. Ein Workflow besteht halt aus verschiedenen Verarbeitungsschritten, ist im Endeffekt eine JSON-Beschreibung, in der verschiedene Operatoren benannt sind und Parametrisierung. Das Ganze kann dann ans Backend geschickt werden und
Als nächstes bekommt man eine ID zurück. Das heißt, ein Workflow wird registriert, man bekommt eine ID. Unter dieser ID ist der Workflow dann zukünftig abrufbar. Dann kann man diese ID nehmen und das Backend anfragen, zum Beispiel um einen WMS-Request abzusenden, bekommt dann entsprechend das Bild zurück. Was hierbei aber wichtig ist, ist, dass wir einen Workflow noch parametrisieren. Und zwar parametrisieren wir den wie folgt. Wir haben einmal diese Workflow-ID und zum anderen haben wir ein mehrdimensionales Anfragerechteck, was aus einem Zeitintervall besteht, was auch ein Zeitpunkt sein kann, also eine Berechnung zu diesem Zeitpunkt, und eine räumliche Bounding-Box, indem man sagt, okay, es geht um diese Region. Und wenn man dies angibt, bekommt man dann entsprechend das Ergebnis zurück. Wenn es zum Beispiel eine Vektoroperation ist, bekommt man die Daten halt chunkweise als Datentabelle zurück. Und wenn es ein Rasterformat ist, bekommt man zum Beispiel einen Strom von Rastertiles zurück. Das heißt, unsere Tiles sind dann sowohl räumlich als auch in einem zweiten Schritt dann zeitlich unterteilt. Wenn man diese Verarbeitung so anstößt und Ergebnisse dann erhält, kann man Dinge ganz einfach wiederverwenden. Also man kann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt den gleichen Workflow anfragen für den gleichen Bereich zu einem anderen Zeitpunkt, oder man nimmt den kompletten Workflow und führt den einfach für einen anderen Ort aus, zum Beispiel Stadt Marburg, Berlin. Und das ist ziemlich praktisch, dass man diese Verarbeitungsvorschrift so quasi wiederverwenden kann. Ich möchte noch etwas zu unserem Tech-Stack sagen, weil wir auch darauf hoffen, dass Leute vielleicht sich angesprochen fühlen, mitzuentwickeln. Wir hatten ja auch schon gute erste Gespräche auf dem Weg zu Open Source mit Leuten aus der Community. Immer aufgeteilt unser System in Backend und unser UI. Im Backend verwenden wir die Programmiersprache Rust. Hier sind wir umgestiegen von C++ auf Rust, was in der Entwicklung ja deutlich ergonomischer ist und sehr gut funktioniert und weniger fehleranfällig. Wir benutzen ja auch Open Source Libraries wie zum Beispiel GDAL oder OGR und wir maintainen zum Beispiel auch das Rust GDAL Crate. Dann unsere Feature Collections speichern wir ab in einem Datenformat, was eigentlich 1:1 funktioniert, so wie wir es in unserem alten System auch hatten, mit Apache Arrow. Das ist auch sehr praktisch, um diese Daten dann zu transferieren, zum Beispiel nach Python, weil da genau das gleiche Datenformat vorherrscht. Das ist ein sehr spannendes Projekt. Für Plots verwenden wir Vega, um eine deskriptive Sprache zu haben, die dann interaktiv gerendert werden kann in verschiedenen Systemen, zum Beispiel Webseiten. Zur effizienten Verarbeitung verwenden wir auch OpenCL, insbesondere gerade für Rasterverarbeitung und wie Ausdrücke. Und auch für weitere Geo-Operationen verwenden wir auch vereinzelt die Geo-Library aus Rust. Dann im Frontend setzen wir auf TypeScript. Wir arbeiten mit Angular und dort mit Material Components, indem wir unser System so zusammenbauen und ja ein ansprechendes Interface bieten. Unsere Karte wird mit OpenLayers betrieben und für Plots verwenden wir zum einen Vega, was ja auch im Backend schon angesprochen war, und für gewisse andere Dinge, zum Beispiel unseren Workflow-Graph, verwenden wir auch D3. Weil es wichtig ist, hier noch etwas zu Schnittstellen. Ich hatte ja angesprochen, dass wir ja Standardschnittstellen implementieren, zum Beispiel WFS-Requests. Und hier in dem Beispiel sprechen wir die Geo-Engine ja aus dem Jupyter-Notebook an mit Python und fragen ja die WFS-Daten an und können sie natürlich dann auch ziemlich einfach in Data-Frames, zum Beispiel GeoPandas, überführen. Das heißt, es ist auch praktisch, gewisse Verarbeitungsschritte zum Beispiel mit Geo-Engine zu machen und gewisse andere, für die wir vielleicht noch keine Operatoren implementiert haben, wo wir auch User-Defined Functions im Fokus haben, das heißt, es kommt auch bald hoffentlich, ist es halt möglich, Daten einfach weiter zu verarbeiten oder in eigene Workflows reinzubringen. Hier ist jetzt noch ein Ausblick über Dinge, die wir in der nahen Zukunft vorhaben. Das eine ist die Machine Learning Integration. Wir haben gesagt, wir sind ein Workflow-basiertes System und wir haben auch ja eigene Erfahrungen aus der Forschung, dass halt die Aufbereitung von Daten für zum Beispiel neuronale Netze, TensorFlow, sehr aufwendig ist. Und unsere Workflows sind eigentlich problemlos integrierbar in solche Arbeitsschritte. Und wir stellen uns da halt ein kachelweises Replay vor von unseren Workflows. Das bedeutet, man nimmt einen Workflow und
kann darüber loopen und die Daten dann zum Training oder auch zum Testen verwenden. Das Ganze existiert halt prototypisch, ist aber noch nicht fertig, aber soll halt dann ja nativ auch in GeoEngine integriert werden. Und ja, wenn dann zum Beispiel ein neuronales Netz trainiert ist, sehen wir natürlich auch die Integration von fertigen Netzen als Operatoren in der GeoEngine. Das zweite ist der Punkt, ja, mehr. Das heißt, wir wollen natürlich mehr Operatoren haben. Das ist natürlich immer ein Thema, welche Operatoren baut man als nächstes und wofür. Dann mehr Datenquellen. Zum Beispiel sind wir einer nativen Copernicus-Anbindung, um die Daten einfach zugänglich zu machen. Mehr Use Cases. Wenn wir ja, Use Cases haben, veröffentlichen wir auch gerne auf unserer Webseite, da kann man gerne nachschauen. Ein Python-Package ist sehr wichtig, um ja, einfach den Schritt GeoEngine in Notebooks zum Beispiel zu verwenden, ja noch einfacher zu machen. Und das ist auch ein ja oft gewünschtes Feature. Und ja weiterhin mit der Community zu engagen, wie es so schön heißt. Hier insbesondere mit der RustGeo Community oder auch hier bei Foskis zum Beispiel. Und damit schließt sich auch schon der Vortrag. Ich bedanke mich herzlich, die Möglichkeit bekommen zu haben, GeoEngine vorzustellen. Und ja, ich freue mich auf Fragen und ansonsten kann man gerne auf geoengine.de gehen und ja, von da aus mit uns in Kontakt kommen. Vielen Dank. Ja, Christian, danke auf jeden Fall für diesen Vortrag. Dann können wir gleich eine kleine Fragerunde machen. Wäre schön, wenn du deine Kamera einmal kurz anmachst, damit die Leute dich bei den Fragen auch sehen könnten. Müsste an sein. Dann können wir das machen. Ach, perfekt. Entschuldigung, wurde bei mir noch nicht angezeigt. Genau, erste Frage mit den meisten Votes hast du, glaube ich, auf der letzten Folie gerade beantwortet. Die kam relativ am Anfang. Ist eine Geo-Engine-Library für Python geplant? Vielleicht noch mal kurz. Genau, das ist witzigerweise sogar gerade in unserem Sprint drin, dass wir da quasi so eine erste Version für erstellen. Also das ist natürlich auch immer so ein von bis. Also das Erste, was man sich vorstellt, ist, man geht halt ins User Interface, baut sich einen Workflow zusammen. Dann geht man auf diesen Lineage Graph, den wir gesehen haben in der Demo, sagt dann, gib mir die Workflow-ID davon und geht dann quasi nach Python und sagt, okay, dann frag jetzt bitte GeoEngine an mit diesem Workflow. Und dann irgendwann später wird man auch das Zusammenbauen von Workflows dann in Python haben. Aber genau, das ist erstmal so der Anfang. Das klingt doch ganz gut. Auch eine, die erste, der erste Frage war, dass auf der GitHub.com UMR-DBS/FAT kein Code verfügbar ist. Ich glaube, du hattest auch noch einen anderen GitHub-Link in der Präsentation, wenn ich das richtig Genau, gesehen habe. also bei UMR slash FAT ist so ein bisschen so eine Portalseite. Also wenn man drauf geht, sieht man in der README verschiedene Links. Also weil wir das Backend hatten wir Mapping genannt und das Frontend Wave. Und da findet man eigentlich die Links dazu, um dann zu den gewissen Komponenten zu kommen, weil das quasi so modular zusammengebaut wird. Genau, das andere Repository, was ich auf der Folie hatte, also ne, GitHub slash geo-engine und da dann auch slash geo-engine oder slash geo-engine-UI ist dann auch eigentlich alles zu finden. Genau, vielleicht kannst du das gleich einfach im Anschluss nochmal kurz in den Chat posten, dann Genau, können die Leute das rauskopieren. mache ich. Und die Folien werden ja bestimmt auch hochgeladen. Dann haben wir noch die Frage, eine, zwei schaffen wir vielleicht noch. Wie wird der Timestamp der Daten ausgelesen, beziehungsweise wie muss die Zeitinformation an GeoEngine übergeben werden? Genau, da gibt es verschiedene Optionen, auch je nachdem, was man für Datenformate hat. Also zum Beispiel, weiß ich, wenn man ein Shapefile hochlädt oder wenn man ein Geo-Package hochlädt und da Simple Features drin hat, Punkte, Polygone, dann können das halt einzelne Felder sein oder einzelne Spalten, die Zeitinformationen drin haben. Und dann kann man das dementsprechend parsen, also zum Beispiel wie Start- und Endzeitpunkt oder wenn es nur einen instantanen Zeitpunkt gibt und kann auch sowas angeben wie es gibt nur einen Timestamp und danach ist das so und so lang gültig. Und für Rasterdaten gibt es auch Formate oder wird es auch noch mehr Formate geben. Eine Sache ist, dass man zum Beispiel im Dateiverzeichnis ja, die irgendwie TIFFs oft irgendwie kodiert hat, dass sie in verschiedenen Ordnern drin liegen. Und im Endeffekt, auch wenn man diesen Upload, wie vorhin in der Demo zu sehen, verwendet, wo das quasi so vorausgefüllt wird, ist es im Prinzip so ein beschreibendes File, was im Hintergrund da liegt. Und dort ist es dann auch möglich, quasi so Placeholder zu setzen, dass man quasi sagt, okay, das ist die Ordnerstruktur und ich habe einen Placeholder für Jahr zum Beispiel und dann kann man auch so eine Struktur quasi, wo in jedem Jahr ein Ordner für jeden Monat ist und da liegen TIFFs drin zum Beispiel, kriegt man dann auch mit GeoEngine geladen und dann ja, ist
ist es im System, sucht das System sich quasi dann in dieser Ordnerhierarchie mit diesen Platzhaltern das entsprechende File raus. Oder kommen auch insbesondere im Hinblick auf NetCDF noch andere Formate, weil da ist die Info dann wieder im File drin. Das klingt doch spannend. Eine letzte Frage zum Abschluss schaffen wir noch. Welche Möglichkeiten gibt es für den Datenimport, also Upload, Einbindung von Online-Quellen etc.? Vielleicht kannst du da nochmal einen Satz zu sagen. Ja, genau. Also das eine ist, wenn man das System quasi bei sich deployt, kann man halt Dateien und quasi diese Beschreibung, die ich gerade besprochen habe, einfach hinlegen und dann startet das System und die Daten sind da. Das zweite ist halt dann dieser Upload-Dialog, den man über das User-Interface bekommt, vielleicht auch bald über das Python-Package oder so, indem man dann quasi diese Beschreibungsdatei automatisch generieren lassen kann. Das System liegt jetzt ab. Und was jetzt bald auch neu kommt, sind sogenannte externe Datenprovider. Da wird quasi die Funktion, welche Datensätze gibt es und wie greife ich darauf zu, quasi generalisiert, dass man zum Beispiel sagen könnte, ja, es gibt hier einen Geo-Server, der hat Daten und wenn diese zwei Funktionen quasi implementiert sind für WCS zum Beispiel, dass man so dann auf Daten zugreifen kann oder online dann auf eine S3-Quelle, wo Sentinel drin liegt. Genau. Gut, wunderbar. Dann danke ich dir auf jeden Fall nochmal für deinen wunderbaren Vortrag und auch dafür, dass du für Fragen zur Verfügung standest.